Willkommen zum Zwischenruf am dritten Adventssonntag. Ja, dieser Sonntag hat einen besonderen Namen. Gaudete, freut euch. Wahrscheinlich ging es uns allen besser, wenn wir einander mehr das Schöne und das Erfreuliche mitteilen würden, als über die Schandtaten anderer zu tratschen und uns darüber aufzuregen. Wahrscheinlich würde es uns auch besser gehen, wenn wir weniger über die böse Welt uns gegenseitig etwas vorjammern würden. Und können wir danken? Wenigstens im Herzen ein Gefühl der Dankbarkeit für einen schönen Regenbogen zulassen, vielleicht auch zu einem Wort oder Gebet des Dankes finden? Mit diesen Verhaltensweisen, das erfreuliche Sehen, sich vom Erfreulichen beglücken lassen, die Freude darüber ausdrücken, danken, bleibe ich Realist. Zu anderer Zeit mag Sorge und Not gebührend beachtet sein, aber sie sind eben nicht die einzigen Wirklichkeiten. Freut euch im Herrn zu jeder Zeit. Diese Worte hat Paulus im Gefängnis geschrieben. Er war unfrei, vielleicht angekettet. Es war ungemütlich und unbequem. Er hätte seine ganze Aufmerksamkeit auf diesen Teil der Wirklichkeit richten und entsprechend niedergedrückt sein können. Er hätte jammern und klagen sollen oder Gott um Abhilfe bitten können. Doch für ihn gab es auch anderes. Er konnte sich sagen, ich bin in Christus geborgen, mir kann wirklich nichts Schlimmes passieren. Mein Leben ist sinnvoll, meine Leiden haben einen Sinn. Selbst wenn ich zum Tode verurteilt werden sollte, wird Christus mich mit offenen Armen empfangen. Paulus hat das bleibende Gute in den Blick genommen und wurde dadurch stark. Diese Erfahrung war für ihn so tief bewegend, dass er die Philipper aufgefordert hat, sich auch ihrerseits zu freuen. Und zugleich gibt uns der Apostel auch einen Hinweis für unser Beten. Oft ist es ein Bitten, doch wie viel Zeit widmen wir dem Danken? Paulus regt uns an, mit dem Bitten schon das Danken zu verbinden. In diesem Danken bringen wir unser Vertrauen auf Gott zusätzlich zum Ausdruck. Und so möchte ich Ihnen dieses Wort für diesen Tag, für diesen dritten Adventssonntag und für die ganze Woche mitgeben. Der Friede Gottes, der alles Verstehen übersteigt, möge Ihre Herzen und Ihre Gedanken in der Gemeinschaft mit Christus Jesus bewahren. Einen gesegneten dritten Advent und freut euch, Gaudete. Ausschluss, Amen.